eher bei unseren Investments. Ich will es nicht nur auf BWLer beziehen, aber es sind öfters BWLer, weil die ja auch keinen technischen oder ein Produkthintergrund haben. Da siehst du ganz genau, die bauen das Unternehmen auf, um damit reich zu werden. Die haben ganz klar dieses, this is the total addressable market, das ist, der ist underserved, das ist irgendwie, deswegen kann ich das so und so zusammenbauen, dann habe ich folgenden Profit und das ist meine Customer Acquisition Cost und du kennst die ganzen Themen. Ne? Also so baue ich quasi meine Excel-Tabelle auf und sage, hey, ich verkaufe jetzt veganes Hundefutter. Und das kannst du aus zwei Wegen machen. Das eine ist, weil du jemand bist, der, wo selber der Hund gelitten hat. Du hast selber das Know-how, was eigentlich wie der Darmtrakt, was ich nicht habe, vom Hund funktioniert und sagt, ich glaube, viele Hunde sollten vegan ernährt werden. Ja. Und du hast den anderen BWLer, es gibt auch sehr gute BWLer, aber in dem Fall jetzt mal den negativen BWLer, der sagt, pass auf, das ist ein Markt, es muss mehr vegan, also ich kann das billig da einkaufen, so kriege ich das hin, das ist meine Marge. Und das sind halt Unternehmertypen, mit denen wir nie pauschal zusammenarbeiten, sondern unsere Unternehmer müssen immer vom Produkt kommen, immer von der Technologie kommen. Schau dir an, Lilium Aviation. Das ist ein Team aus München, die bauen einen elektrisch vertikal starten landenden Jet mit keiner Emission, war 100% elektrisch. Da war gar kein BWLer im Team. Die wussten gar nicht, wie sie überhaupt dieses Flugzeug verkaufen sollten. Aber die wollten halt dieses Flugzeug bauen. Ja. Und die haben einfach angefangen, eigentlich on a fucking suicide mission, haben Geld von allen geliehen, haben den Prototypen immer größer gebaut. Und das ist viel eher, was wir gut finden. Natürlich gute alte Todesmarsch. Den Todesmarsch finden wir gut. Heutzutage versuchen wir natürlich mit professionellen, guten Wirtschaftsköpfen dann auch zu sagen, okay, wie viel Geld braucht ihr eigentlich, bis das Flugzeug so groß ist? Ich würde ohne BWLer nicht fertig werden. Der Proto ist nicht gut genug, lass noch einen machen, noch ein Feature, noch ein dies, noch ein so. Genau. Ich würde deine Schönheit sterben ohne die. Genau. Und das muss die Mischung sein, aber was wir grundsätzlich von der DNA her wollen, sind Leute, die halt von dem Produkt, von der Verdauung von einem Hund kommen oder was immer und halt nicht sagen, guck mal, das ist ein großer Markt, ich habe zwar gar keine Ahnung davon, aber den will ich jetzt angehen und das ist der Weg dahinter. Das finde ich einen sehr schönen Ansatz, weil ich will bei diesem Abi-Ding quasi weitermachen, weil du sagst im Endeffekt, bleib deinen Leidenschaften treu. Wenn du wirklich, weil so entsteht ja auch eine Idee und diese Freiheit zu haben, weil ich will zwei Sachen nicht, Frank. Also ich will einerseits nicht, dass Leute sich schlecht fühlen, wenn sie sagen, ich habe keine Lust, Unternehmer zu werden, weil ich das wirklich nachvollziehen kann, dass man kein Unternehmer werden will, aber dass dann auf einmal in der Öffentlichkeit jeder den Unternehmer mimt. Du weißt ja, wie das ist. Warum kaufen Leute teure Klamotten? Warum kaufen Leute teure Uhren? Das ist ja im Endeffekt nur ein Balztanz, um zu signalisieren, ich habe Geld und ich inszeniere mich als etwas, was ich nicht bin. Was ich schade finde, was aber wiederum bei den Leuten, die das nicht haben, einen Leidensdruck verursacht. Ja? Weil die dann, was ist falsch mit mir? So, ich will doch, also ist das nicht genug? So, ich will doch einfach nur ein ganz normales Leben führen und auch einen Job haben. Und ich meine, auf der anderen Seite, ein guter Unternehmer wirst du am Ende des Tages, also ab einer gewissen Größenordnung, brauchst du immer ein Team. Und das ist viel wichtiger als du selbst, weil die Organisation so bauen musst. Und das ist ganz schlimm für mein Ego. Ich glaube, es ist für jeden Menschen ganz schlimm, dass die auch ohne mich funktioniert. Ja. Erst dann hast du ein gutes Unternehmen gebaut. Ja. Auf der anderen Seite, sich im Kopf frei zu machen und dieses Kreditkartenbeispiel, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, zu sagen, was will ich eigentlich wirklich, wenn alle gesellschaftlichen Zwänge, diese unsichtbaren, ich die sichtbar mache und weghau. Du musst sehen, die Gesellschaft hat einen Vorteil, wenn du funktionierst. Ja. Weil der Vater will dir seine Zahnarztpraxis übergeben. Ich glaube sogar im Guten, aber er will das. Die wollen, dass du Abitur machst, mein Sohn, meine Tochter, dass du dann das und das machst. Und ich glaube, das ist alles immer im Guten, weil sie einfach daherkommen und sagen, das ist dieser Weg, den man geht und dann wird man Abteilungsleiter und dann kriegst du ein Haus und dann kriegst du Kinder. Aber worum es doch viel mehr geht ist und was halt schwierig ist, weil es unkonform ist und weil man nicht weiß, welcher Weg das ist, was willst du eigentlich in deinem Leben? Und das kann ja auch genau der richtige Weg sein, weil du willst Zahnarzt werden, du willst ein Reihenhaus haben und du willst Kinder haben. Das mag ja auch dein Lebenstraum sein. Aber oftmals ist es das nicht. Und oftmals wolltest du eigentlich der beste Gitarrenspieler auf der Welt werden. Oder du wolltest halt Surfprofi werden. Oder du wolltest, ich weiß nicht, was werden. Und ich bin, auch weil ich in diesem anderen System gescheitert bin, habe kein Abitur gemacht, auch nicht geschafft, und bin da rausgespuckt worden aus diesem normalen System. Ne? Und das war natürlich auch für meine Eltern nicht einfach. Aber dadurch hatte ich dann vielleicht auch die Freiheit, meinen eigenen Weg zu gehen und zu sagen, weißt du was, ich baue jetzt halt Software. Und was alle gesagt haben, damals war das noch relativ crazy, weil kamen gerade CD-ROMs und so. Und ich glaube, ich will halt, dass mehr Leute einmal mehr darüber nachdenken, gibt es auch einen anderen Weg? Und ich will die da gar nicht hinzwingen, aber ich will sagen, per Default werdet ihr in diesen, ich mache mein BWL-Studium, übernehme die Anwaltskanzlei. Sonst kommst du aus Fließband, der Automatismus beginnt. Sitzt 12 Stunden im
Meetingraum wie alle und das mag auch fein sein, aber ich möchte einmal, bitte denk darüber nach, ist es dein Leben? Und was wir, glaube ich, zu sehr sehen, ist dieses täglich grüßt das Murmeltier. Wir stehen halt auf, wir machen unseren Kram und du lebst von Tag zu Tag, aber du denkst ja nie nach, was will ich eigentlich wirklich machen? Ja, diese Reflexion fehlt. Diese Reflexion fehlt tatsächlich. Ich hab hier eine Frage, Frank. Das ist nämlich, du, also wegen der Schule. Du hast ja Realschule gemacht, hast kein Gymnasium gemacht und hast auch nicht studiert. Du wolltest ja Informatik, hast du, glaube ich, kurz gemacht. Und dann ja, an der FH nach einem Fachabi. Ja. Genau. Und das soll nicht frech klingen, aber fick das manchmal ein bisschen in den Kopf, weil du sitzt jetzt da mit hochintelligenten Leuten, nein, also ich meine, es ist ja nicht anders. Also ich habe hier jetzt auch Leute, die promovieren oder promoviert haben. Ja. Und was soll ich dem jetzt erzählen, weißt du? Ja. Aber irgendwie merkst du dann doch, diese Rolle des Generalisten, in der ich mich sehe, ja, dass ich mich dann auch einlesen kann in diese Themen, dass ich, ich sag mal, ich weiß sehr wenig über sehr viel, kann das vernetzen und verknüpfen und so ein paar unsichtbare Dinge, die diese Leute so manchmal nicht sehen, wo ich mir so denke, so, hey, wie kannst du so schlau sein, aber so ein Fachidiot manchmal? Ja. Und so gar nicht, also so die Lösung ist vor dir, Alter. Ja. Und hier frage ich mich, weil hier gab es einmal diesen ich weiß nicht, ob das von dir stammt oder ob das von jemand anders war, da gab es quasi dieses Ding, Frank Thelen wird in Deutschland wahrgenommen als der deutsche Elon Musk, aber in der Venture-Capital-Szene als der deutsche Dieter Bohlen. Ja. Und hier, und ich merke das auch in Talkshows, dass du dann mit Leuten, ob es ein Harald Lesch ist, der das dann kritisiert, dass Kernfusion noch nicht da ist, aber ist ja jetzt neulich, haben die das ja hinbekommen im Ding. Genau, also Fun Fact. Ja, es ist, ja. Und ich verstehe den Mann, also, ne? Ja, und das ist für mich natürlich, ja, es ist für mich. Du diskutierst mit zahlreichen Experten, die nichts anderes machen, also du diskutierst mit einem Professor, der Physiker ist an der LMU. Ja. Nicht LMU, aber in München halt, ne? Ja. Ich weiß nicht, wo der da genau. Dann die Maya Göpel ist Professorin für, was macht die Transformationsforschung, so hochintelligente Frau. Dann daneben ein Richard David Precht, das sind alles hochintelligente Menschen. Und du sitzt in dieser Talkshow und jetzt bist du der, ich sag mal, du bist der Verfechter von Digitalisierung und Co. Ja. Und der Modernisierung der Welt. Und dann hast du hochintelligente Leute, die alle Kontra geben. Ja, es ist ein Problem. Und ich fühl mich immer als Underdog und irgendwie... Du hast ja auch keinen geradlinigen Lebenslauf, du bist auch eher, du bist ja nicht in einem großen Schloss groß geworden und so weiter. Und auch heute noch fühle ich mich einfach als Underdog, weil ich hab eben kein abgeschlossenes Studium, ich habe keinen Doktortitel, ich habe schon gar keine Professur und auch oftmals mangelnde Allgemeinbildung. Das ist einfach so. Ich bin halt in meiner Jugend, bin ich halt gerne Skateboard gefahren und viel Skateboard gefahren. Und andere haben halt gelernt, wenn ich jetzt politisch zum Beispiel, was ist eigentlich in Russland, Ukraine, was ist da wirklich passiert mit allen, wann war wer, wo hatte welche Interessen und so, da bin ich einfach nicht gut. Also ich habe mich da auch eingelesen, aber da bin ich nicht gut. Und jetzt sitzt du da und du sprichst mit klugen Köpfen, die sagen, Fusionsenergie also, ist möglich. Mhm. Du siehst, dass auch Atomenergie ist sinnvoll und an der neuen Form möglich. Das sind zwei verschiedene Konzepte. Aber das Ergebnis ist, dass man auf sehr engem Raum sehr viel Energie generiert. Und diese ganzen Bill Gates-Dokus reingezogen dazu. Genau, Bill Gates ist ja auf der Kernfusion, also Atomenergie-Seite, und hat die sogenannte Atomenergie 4.0 entwickelt, wo eigentlich kein wenig Gefahren sind. Das hat gerade auch Elon Musk in den letzten Tagen nochmal sehr klar definiert. Also du kommst aus einer Tech-Welt, du siehst, Bill Gates investiert da massiv. Elon Musk, für mich, sorry, aktuell der klügste Kopf auf der Welt, sagt, wir müssen Atomenergie wieder hochfahren. Du siehst herausragende Köpfe, wie ein Tencent zum Beispiel, ist einer der klügsten oder vielleicht der klügste Tech-Investor auf der Welt. Er investiert massiv in Fusionsenergie. Du siehst, dass junge, neue Physiker nachkommen. Und ja, auch in meinem Podcast habe ich ja auch ein Team gehabt, die auch wieder sogar mit deutsch finanziertem Geld an Fusionsenergie arbeiten und sagen, wir werden das schaffen in den nächsten Jahren. Und dann sitzt du bei Markus Lanz und hast einen Oldschool-Physiker, der eigentlich Astrophysiker ist, der Erklärbär war für viele Jahrzehnte und den Leuten das erklärt hat. Vielleicht Videos, die hätte ich mir auch mal anschauen sollen, weil ich habe keine Ahnung von Astrophysik. Aber er ist in seinem alten Denken gefangen. Er hat halt das früher mal versucht und er hat irgendwie abgespeichert, das geht nicht. Fusionsenergie ist Blödsinn. Und jetzt kommen die Dinge aber zusammen, weil auf einmal ist deutlich mehr Kapital da. Wir haben neue Softwareplattformen, wir haben Quantencomputer, wir haben künstliche Intelligenz, die helfen, neue Fusionswege zu finden. Und das wurde ja danach, nach dieser Talkshow, auch wieder sehr klar dokumentiert, indem zum Beispiel leider mal wieder China einen sehr, sehr großen Erfolg announced hat. Zwei Wochen später kam auch Google mit einem sehr großen Institut Kooperation, die erkannt haben gesagt, wir sind auch deutlich weitergekommen durch die Verbindung von unserer KI-Engine und so weiter. Aber ja,
Dann sitze ich da, ich bin der kleine Frank, ich habe keine Professur, keinen Doktortitel. Und dann hat Deutschland Spaß, darauf zu sagen, haha, dieser Träumer wieder. Der, weißt du, der ist ja total inkompetent. Der labert ja alles nach, was seine Silicon Valley-Vorbilder da plappern. Aber der checkt das nicht. Das stimmt aber nicht. Ich habe mittlerweile eigene Physiker in meinem Team. Mhm. Und wir tauschen uns wirklich mit herausragenden Köpfen aus, die glücklicherweise mit uns sprechen. Sondern es gibt da in dieser Community der Doktor, Professoren und so weiter, Hardcore-Physiker, Chemiker, Biologen, verschiedene Meinungen. Natürlich. So, und aber ich bin dann ein bisschen schwierig aufgestellt, weil ich halt nicht hinter mir sagen kann, ja, ich bin von der TU München und meine Professur so und so. Und, sondern ich bin halt, hey, du, ich bin der Frank, ich habe mein Studium abgebrochen. Ich arbeite seit 20 Jahren daran. Wir bauen gerade ein Gigabit-Netzwerk im Weltall auf. Ich habe ein Team unterstützt, habe ich nicht aufgebaut, sondern unterstützt, das ein elektrisch fliegendes Flugzeug gebaut hat. Wir sind in Hyperloop investiert und ich tausche mich den ganzen Tag mit den klügsten Köpfen ein, setze mein Kapital ein. Und das ist halt eben nicht so, dass das dann sagen, Haken dran, der weiß, wovon er spricht, sondern das ist halt eben in Deutschland noch mehr, der hat keinen Doktortitel. Wie soll der einschätzen, ob wir Fusionsenergie funktionieren oder ob Atomenergie sinnvoll ist?